Hallo Leute, heute wieder mit einem neuen Tower Review, diesmal mit Transformers One Step Warrior Underbite. Underbite ist hier ein etwas außergewöhnlicher Charakter und er ist ein cybertronischer Hund, ein Jagdhund und kann sich in einen Fahrzeugmodus, auch im cybertronischen Fahrzeugmodus selbst, quasi verwandeln. Ein sehr schönes Gefährt, muss ich sagen, es hat was. Und er wird hier im Beast-Modus quasi drin geliefert. Hier oben ist dann der Kopf und hier hinten dann das Hinterteil. Wir haben hier oben einmal das Artwork, finde ich sehr cool gelungen. Und hat irgendwie was leicht Dinobot-mäßiges. In der Seite haben wir nochmal den Kopf und der Name Underbite. Hier unten drunter haben wir nichts Gescheites. Groß, natürlich Prempel. Hier hinten haben wir dann einmal die Anleitung, natürlich für das Spiel. Auch hier haben wir wieder die gesonderten Symbole. Das finde ich ziemlich cool, dass sie hier das im Groben alles so gelassen haben, wie es ist. Nur eben hier diese einzelnen Symbole als Details immer wieder ein bisschen anders. Passt und ja, macht die Packung sehr aufwendig, finde ich, und es macht was her. Hier oben sehen wir einmal Underbite im Hundemodus, im Fahrzeugmodus und wie man ihn verwandelt. Und jetzt kommen wir doch einfach gleich mal zu der Verwandlung, denn dieses finde ich persönlich mit einer geilsten One-Step-Transformation, die es bis jetzt von Hasbro gab. Ziemlich einfach. Wir haben einmal hier hinten, um erstmal auf die Details einzugehen, den Hundekopf, der quasi hier in einer schönen Linie mit dem Frontcockpit verbunden ist. Ja, es fällt zwar auf, aber es ist gar nicht so schlimm. Die Vorderpfoten gehen nach vorne und die Hinterbeine sind hier quasi mit verbaut. Unten sieht man jetzt nicht wirklich, dass er sich verwandelt und die Verwandlung ist ganz einfach. Ihr drückt einfach nur hier das zusammen, das heißt diese beiden Teile und schon ist er fertig verwandelt. Genial, oder? Also ich finde auf jeden Fall, es macht echt was her und ich muss sagen, hier hat sich Hasbro, was das Technische angeht, mal wirklich übertroffen, denn es ist total simpel und macht was her. Er kann den Mund bewegen, er hat hinten einen kleinen Hebel drin, wo er quasi den Mund öffnen kann. Und ja, ansonsten, wenn ihr ihn wieder zurückverwandelt, einfach nochmal reindrücken. Und schon ist er wieder im Fahrzeugmodus. Er rollt auch ziemlich gut. Er hat wirklich, wie ihr selbst seht, funktionierende Räder. Und die Verwandlung geht ziemlich schnell. Und ja, die Figur selbst ist in einem sehr dunklen Lila gehalten. Es wird jetzt hier mit der Kamera leider nicht gut rübergebracht. Es ist ein sehr tiefes, dunkles Lila, was hier auf dem Video leider einen leichten Weißstich hat, aber es ist wirklich ein richtig tiefes, dunkles Lila, wie wir es von Shockwave zum Beispiel kennen. Und er hat hier oben das scannbare Symbol und wird ansonsten mit relativ wenig roten Details geliefert und ansonsten silber und schwarz komplett. Ja, das Cockpit klappt komplett unter dem Bauch. Ansonsten, wie gesagt, sehr einfach von der Handhabung her. Jo, vorne das Cockpit ist ein wenig lose. Es geht erst, wenn man es wirklich auf den Boden stellt, ein bisschen hoch. Ansonsten kann man es noch ein bisschen nach hinten drücken. Diesen Zahnräder drin, indem man einen Klack quasi es weiter nach hinten bewegt. Das ist eine Alternative. Ihr drückt dadurch einfach erstmal die Figur in den Tiermodus und bringt das jetzt ein bisschen hoch. Wenn ihr jetzt zurückverwandelt, dann müsste es eigentlich, ja, ein klein wenig besser sein. Das finde ich ein bisschen schade in One-Step Magic bzw. One-Step Warriors, dass die wirklich hier so lose Teile alle haben. Ansonsten ist diese Figur für mich ein wunderschönes Design, was die cybertronischen Fahrzeuge geht, gerne mal in mehreren Figuren wieder sich spiegeln kann. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Die Figur ist ein sehr schönes Gimmick, ist ein netter Charakter, ja, wie so eine Art Hund für Megatron oder sonst wem darzustellen. Und ich gebe dieser Figur hier auf jeden Fall, ja, ich muss es ganz ehrlich sagen, 10 von 10 Punkten. Mir gefällt sie, auch wenn sie ein paar lose Teile hat. Die Figur ist einfach mal was anderes.
es ist nicht so, dass man es wie früher einfach nur ziehen und ja, fertig. Nein, es ist wirklich eine echt wunderschöne Figur, die es echt in sich hat. Und wenn ihr sie bekommen solltet, kostet circa 12 bis 15 Euro, holt sie euch. Es ist eine schöne Erweiterung für die eigene Sammlung. Und das war's eigentlich schon für heute. Und ich hoffe, das Review hat euch so ein ganz klein wenig gefallen. Es war heute ein sehr kurzes. Aber was soll man auch groß reviewen bei den One-Steppern? Gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Raxfor.